Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Kamsky verließ CyberLife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von CyberLife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Empfängt's. Die jetzt. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Thank you.
Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihren Pol. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Faszinierend. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten. Ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier.
Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Thank you.